Ein bisschen viel Erde noch hier so, ne? Ja. So, ist das alles jetzt schon fertig? Zack, zack. Warum wir die Ausflüge da gemacht haben, habe ich auch nicht kapiert. Das hat eigentlich keine Sau interessiert da und war jetzt auch, lief eigentlich auch immer darauf hinaus, dass, also das war jetzt nicht so der Wahnsinns-Kulturtrip, den wir da gemacht haben. Wir sind halt irgendwo hingefahren, sind da durch die Stadt gestiefelt ein bisschen, ne? Dann hast du dir einmal eine Kirche angeguckt, den schiefen Turm von Pisa und das obligatorische Festhaltefoto gemacht. Mhm. Dann bist du irgendwo was essen gegangen und trinken wieder. Mhm. 2, 3, okay. Weil wir waren, es war aber auch so eine katastrophale Organisation irgendwie, ne? Ich weiß nicht, bei was für einem Reiseunternehmen die das da gebucht hatten, aber dann hieß es auf einmal, hoppala, da sind gar nicht genug Zimmer frei in dem einen Hotel. Aber da haben wir noch ein anderes. Das war aber einen ganzen Ort weiter. Das heißt, es war schon mal, die ganze Truppe war schon mal gesplittet, war nicht so schlimm. Es sind halt irgendwie die Grüppchen, die sowieso nichts miteinander zu tun haben, so ungefähr, ne? Die hatten dann da auch nichts miteinander zu tun. Aber irgendwie schon seltsam. Und dann hatten wir irgendwie so ein Hotel, was, glaube ich, nur so eine Abstellhütte war von dem richtigen Hotel daneben oder so. Mhm. Da mussten wir nämlich immer rüber zum Essen. Und das war auch völlig kurios, weil du hast da, normalerweise hast du, wenn du eine Halbpension hast, und also für irgendwie Frühstück und Abendessen oder was, ne? Hast du eigentlich immer irgendwie eine Art Buffet. Oder sowas. Mhm. Hätte ich erwartet irgendwie in der Art. Aber da war es immer so, du hast, wir haben quasi wie abgezählt, jeder hat einen Teller Nudeln, so als Vorspeise mehr oder weniger, mit irgendeiner Soße oder was dahingestellt bekommen. Und dann gab es immer irgendwie eine Platte mit irgendwas anderem zu essen. Und das war's. Da gab es nichts mit Nachnehmen. Tja. Für alle. Ich habe echt das Gefühl gehabt, wir haben immer nur die Reste von dem eigentlichen Essen gekriegt. Dazu hatten wir noch so einen Reiseleiter, der nachher nur noch Paul die Leiter hieß. Paul die Leiter. Paul die Leiter. Das war ein Typ, ey. Der hat so getan, als würde er sich völlig auskennen in Italien, hat selber kein Wort Italienisch gesprochen, sah aus wie der absolute Bierbauch-deutsche Durchschnittsurlauber. Und hatte keine Ahnung von gar nichts. Der hat sich mit den Bussen verfahren, der wusste nichts zu erzählen zu irgendwas, wenn du ihn mal gefragt hast. Der hat uns erzählt, dass Wasser, was wir trinken würden beim Essen da, das wäre umsonst. Und nachher wollte der Kellner dann aber pro Flasche einen Euro haben oder so. Ordentlich. Das war echt total genial. Also das war alles völlig daneben. Oh, der hat da schon Geld für gekriegt, ja. Ich schätze schon, das war halt irgendwie der Reiseleiter. So als Ortskundiger, ne, dahingestellt. Frag mich nicht, wie der den Job gekriegt hat. Der Typ, der da bei uns im Hotel so eine Art Rezeption gemacht hat, war auch irgendwie so ein. Der hat alles gemacht. Der war auch derjenige, der uns das Essen da vor die Nase gesetzt hat und. Frag mich nicht. Wahrscheinlich hat er auch die Klos geputzt da oder so. Ich habe keine Ahnung. Der hat auch immer das Hotel dann irgendwie, glaube ich, um 12 oder so abgeschlossen eigentlich, ne? Meinte aber, notfalls könnte er mich irgendwie wachklopfen oder was. Ich schlaf da nebenan in dem Zimmer einfach an Rollos klopfen. Hat nicht ein einziges Mal funktioniert, der hat nie aufgemacht. Das sind immer alle, wir haben schon unser Fenster immer offen gelassen, weil wir hatten Erdgeschoss quasi. Hinten Fenster, da konntest du hinkommen. Ich bin nachts einmal reingeschlichen, da hab den Schlüssel vom Hotel aus einer Rezeption geklaut und aufgeschlossen vorne, damit die anderen Leute noch reinkommen, weil ich pennen wollte. Ich keinen Bock hatte, dass die alle durch mein Zimmer latschen. Das war also echt völlig daneben, dieses Hotel. Ja, hört sich so an.
Aber gut, das will man haben, ne? Das ist die andere Truppe in dem anderen Ort am Hotel sind nachts am Strand verhaftet worden. Okay, warum also, was heißt verhaftet worden? Die saßen da halt im Dunkeln am Strand und haben da irgendwie was getrunken und so. Und dann hatten sie auf einmal da die italienische Militärpolizei vor der Nase stehen, ne? Die dann erstmal Kontrolle gemacht hat. Also echt, was da los war. Aber es hat Spaß gemacht. Ich bin irgendwann besoffen mal eingeschlafen und zwei von den Leuten, die da bei mir im Zimmer waren, haben mich komplett vollgemalt, von oben bis unten. Haben die quasi 2 Stunden auf meinem gesamten Körper XO gespielt. Mhm. Die haben komplett einen Kuli auf mir leer geschrieben. Behaupten sie zumindest. Behaupten auch, ich hätte die Augen dabei offen gehabt. Mann. Und als die eine Seite voll war, haben sie mich so lange an der Nase gekitzelt, bis ich mich umgedreht habe. Zack, da ist er. Das ist jetzt der Pool, oder was? Oder wie? Das wird jetzt der Pool, ja. Ist ja noch nicht mal eine Bahn drin schwimmen. Wieder nur am Motzen, ne? Ach nee, das war echt eine katastrophal schöne Schulfreizeit. Kantelbräu, so hieß das Bier da. Das billigste Bier. Kantelbräu. Kantel statt Hantel, voll im Training, war das Leitmotto. So. Was auch schon ein bisschen was drin? Du hast auch schon ein bisschen was drin? Wasser ist auch schon ein bisschen drin. Hui. Mhm. Was denn? Wieso ist das denn hier jetzt? Das weiß ich auch nicht. So. Falscher Fehler. So, da brauchen wir noch ein paar Glasspanes. Das muss sowieso noch ein bisschen aufgehübscht werden. Da kommt noch einiges hinzu. Ja, und die Frage, wie macht man das von oben? Erstmal mache ich da jetzt ein bisschen Glas rein von oben. Dann ist aber auch die Frage, benutzt man wirklich den Smooth Stone oder macht man das mit einem anderen Stein? Dann könnte man den Boden des Pools ganz gut aus einem anderen Material machen. Wäre ja natürlich schöner, wenn man das vorher gemacht hätte, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Na, das auf der Fläche lässt sich das noch gerade ertragen. Das denke ich auch. Was denkst du denn, wäre für den Boden des Pools ein geeignetes Material? vielleicht. Aua. Blaue oder grüne Wolle oder sowas? Oder. Oder gelbe oder, Wolle, wie bei Sandstrand. So. Oder was du hier oben in deinem Schlafzimmer-Dings hast. Und hier dieser Lapislazuli-Block. Also zumindest in meinem Texturenpaket besteht der aus 1, 2, 3, 4, 5, 25 kleineren Kacheln. Aha. Was für mich ziemlich cool aussehen würde da drin. Ich weiß nicht, wie der bei dir aussieht. Hast du ein Monster eigentlich aus? Nee, eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber hier sind irgendwie gar keine, oder? Interessant, ja. Oder sind die einfach... Nee, das ist eine Kuh. Keine Ahnung, vielleicht kommen die auch erst wieder, ich weiß es nicht. Aber auch meinst du, die haben auch Urlaub, ja? Ist jetzt ja Urlaubssaison und so.
Ich habe aber gestern oder was eine Folge aufgenommen und da habe ich auch ein Skelett getroffen. Mehr noch. Auch Zombies. Aber hier sind überhaupt gar keine gerade. Ich meine, es gibt Schlimmeres, aber... Das stimmt. Ich wunderte mich nur. Hey, was ist das denn? Ach nee, doch, hier sind welche. Aber die bewegen sich nicht. Hä? Sehr interessant. Oh doch, wenn ich in... Ah, scheiße. Oh, ich brauche noch mehr Glas. Mehr Glas. Umgebracht. Umgebracht hast du sie? Aber hallo. Du bist aber wirklich zu keinen Kompromissen bereit, ne? Nee, 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 nee. Das nenne ich mal eine kompromisslose Person. Der Zombie, der badet nur. Noch ein Skelett. Free Dive. Daneben. Tja, du blöde Kuh. So. So. Au. So. Jetzt kann man gar nicht mehr von hier reinspringen. Nee. Kann man nicht, sollte man auch nie. Langweilig. Tun wir mal einen Gefallen und lernen mal diese Kiste aus, damit wir die wegnehmen können. Auf so eine Diskussion lasse ich mich da jetzt gar nicht ein. Ich soll die ausleeren? Ja. Ah, wahrscheinlich hast du sie jetzt einfach nur abgeholzt. Ich habe sie ausgeleert. Ja. Durch Abholzung, tot durch Bula Bula. Nee, ich hab alles draufgeschmissen. Alles draufgeschmissen? Okay. Bin voll. Voll wie Hulle. Lass mich rein, Tür. So. Oh, da fällt mir ein. Ja, bitte. Dass ich ja mal ganz kurz hier die Treppen machen wollte. Und hier auch vernünftig. Und runter kann. Genau. Huch. Ich will immer. Ich will jetzt immer wieder schon wieder Shift drücken zum Rennen. Ja, das ist bei mir genauso. I hate it. I hate it so damn much. Weg, weg. Cobblestone. Scheiße. Hast du ein bisschen Cobblestone dabei? Oh Mann. Wo bist denn du schon wieder? Ach, da unten ist doch bestimmt Cobblestone auch was. Im Keller bin ich wieder. Achso, ja, ach, da ist auch in der Kiste noch welche. Ja, ja. Ist mir auch gerade eingefallen, dass hier auch schon wieder eine Kiste steht. Guck mal in die Kiste, da ist bestimmt noch Cobblestone. Vielleicht ist auch welcher in der Kiste, wer weiß. Man kann sich nie sicher sein, Mann. Nee, nee, nee. In dieser kurzlebigen Zeit. Was steht da? So. So, und dann können wir den hier nehmen. Da geht's herunter. Was hier denn? Wieso ist denn jetzt hier wieder einer rausgeklüppelt? Wo? Wo ist wieder einer rausgeklüppelt? Na, so ein Stein hier. Ah, warte kurz. Nee, warum ist da einer? Warum ist da einer zu viel drin? Das ist die Frage. So. So soll es sein. Ist vermutlich nur versehen. Na, hier meine ich, da.
Ist alles gut. Ja, sah gerade so aus. Wolltest du nochmal zurücklaufen? So ist ja falsch, ne? Ja, ja, so ist falsch. Und jetzt habe ich wieder so. Wolltest du mal gucken? Jetzt nee. So. Hier könnte man schon ganz gut auch Kakteen hinten anpflanzen. Nee. Erstmal muss der Pool schön gemacht werden. Jetzt ist ja die Frage, was nimmt man da für einen Boden? Schönen. Aber Lapislazo, die habe ich nicht genug dafür. Da brauchst du ja 4x6, 24x9. Oh. 180, 216. 216 Lapislazuli. Die hast du nicht. Nee, ich hab 128, wir können es mal versuchen. 4 sparen wir ja wohl. Mhm. Und einen Block habe ich auch noch fertig. Oh, war klar. Allerdings ist mir nicht ganz klar, was du da gerade rechnest. Ja, du brauchst ja Blöcke Lapis Lazuli, brauchst du ja 4x6. Ne? Ja. So, für einen Block Lapis Lazuli brauchst du 9 Lapis Lazuli. Okay, dann hast du das alles richtig gemacht, wenn du da noch. Ich habe nicht mitgerechnet. Sagen wir es mal einfach so. So wird der Lapis Lazuli auch wieder angezeigt. Das ist interessant. Weil meine Textur ist ja irgendwie, die funktioniert ja irgendwie nur so halb. Das ist das Merkwürdige. Von Lapis Lazuli? Ja. Ach was. Die wird so komisch schwarz angezeigt. Das sieht ziemlich cool aus bei mir. Muss ich sagen. So. Nein. Jetzt fehlen nämlich genau 9, 8, 4 Stück fehlen. Vielleicht kann man da auch was anderes machen. Holst du? Hier geht's nach unten, ja. Lapis Lazuli liegt doch überall rum. Oh, man könnte auch. Hier hüpft ganz dicker Schleim rum. Oh. 2. Schleim, 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 Schleim. Ach, okay. Guck mal, die große Halle, die ich gebaut habe, scheint in einem ein Schleim-Spawn-Dings zu sein. Das heißt, die spawnen hier fröhlich. Und weil die auch noch ausgeleuchtet ist, spawnt hier auch nichts anderes. Das heißt, du hast hier quasi eine kleine Slime-Farm. Nice. Das will ich auch. Tatsache. Ist ja herrlich. Da sind ganz viele Schleimbällchen. Sollten wir die vielleicht mal zumachen hier auch, ne? Hier ist ja ganz offen alles. Ja, ein bisschen. Dann gibt man hier den Cobblestone. Gleich seid ihr unten. Aber jetzt mal ganz ernst, wozu braucht man eine Slime-Farm? Um Sticky Pistons zu machen. Ja, dafür braucht man Slimes. Aber warum muss es denn gleich eine Slime-Farm sein? Darum. Man sammelt man nicht im Laufe der Zeit genug Slimes? Ich habe noch keinen einzigen gefunden bei mir zum Beispiel. Tja. Gut. Ne? Was ich machen werde. Nee. Habe ich da jetzt Bock drauf? Nee. Ich werde das Nether-Portal auch versetzen. Das kommt in den neuen Keller. Mhm. Aber habe ich jetzt keinen Bock drauf, den Obsidian da abzuruppen. Das mache ich beim nächsten Mal. So, mal gucken, ob ich hier was finde. Das ist ja dann doch irgendwie was man auch durchaus mal liegen lässt eigentlich, ne? Ja, schon. Guck mal, so ist es kaputt, so geht's wieder. Das ist witzig. Außerdem will ich dir dann ein
einen Screenshot schicken, wie das bei mir aussieht. Gut, das könnte man ja aber auch, indem man die mittleren 6 Blöcke aus was anderem und außen außen Lapis Lazuli Blöcke machen könnte. Könnte man ja. Aber es reicht dir wieder nicht, vermutlich. Ja, mir ist das ja, du darfst das ja gerne machen. Ich, wahrscheinlich bin ich jetzt sowieso schon wieder heillos verloren in der Höhle hier. Oh, ich hab dich da blitzschnell rausteleportiert. Naja, okay. Was ist das denn? Hier ist ja noch nicht mal ausgeleuchtet. Ja, dann haben wir da wohl... Ach du Scheiße. Kohle wie Sau. Haben wir da wohl noch nicht richtig gefarmt. Ah, okay, ist eine Sackgasse, Gott sei Dank. Aus Goldblöcken hätte man es auch machen können. Ja, das ist wirklich schwierig, da genug Gold zu finden. Denn ich habe ja auch schon Goldblöcke verwendet. Ja, stimmt. Wobei die recht extravagant aussehen, auch bei dir, ne? Ja, die sehen richtig... Das macht dann vielleicht auf dem Boden gar nicht so viel her. Also, so ein Overkill, weißt du? Ja. Wo ist denn jetzt der ganze Lapis Lazuli? Der Redstone sieht auch relativ extravagant aus. Redstone-Block. Ja, such mal ruhig ein bisschen Lapis Lazuli. Wobei ich auch gleich schon mal Schluss machen würde, ehrlich gesagt. Ja. Ich bin nämlich auch ziemlich hinüber. Sieht das noch was aus? Nee, so geht's auf jeden Fall nicht. Kannst du jetzt auch so eine Mission nicht einfach so abbrechen, ne? Nee, das stimmt. Das geht dann ja auch nicht einfach. Redstone ist hier wieder ganz, ganz viel. Gibt's ja gar nicht. Oha, und ein Skelett. Nicht auf mich schießen sollst du, Unhold. Enderman und sehe ein Skelett. Und ein Creeper. Und Spinnenhörchen. Ach du Scheiße. Geht's hier wieder los, oder was? Mhm. Ja, echt schon wieder hier irgendwie unerforschte Höhlenteile. Echt denn das so nah dran? Das gibt's ja gar nicht. Tja. Also zumindest sind keine Fackeln drin, ne? Und da würde ich ja dann doch mal davon ausgehen, dass da auch noch keiner war, so. Boah, ich bin, glaube ich, nicht der Typ, der die Fackeln hinter sich wieder rausruppt. Ja. Ich auch nicht. So, das kann weg. Habe ich da jetzt noch Glas drin gehabt? 10 Stück. Ich brauche aber 12, glaube ich. Doch gar nicht. Ja, bist du mal fertig? Alles klar. So. So und so.
so, so und so. Ja, bei uns Schäfern ist das so. Warum habe ich da... Puff. Stirb. Zombie-Mann. Tja, wo tun wir am besten die hin? Noch kommen die, das leuchten wir dann richtig aus. Kein Cobblestone mehr, ich glaube es nicht. Nur noch am Hin- und Herrennen. Das gibt's doch gar nicht hier. So. Tja, jetzt ist die Frage. Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Ich will nur noch ganz kurz. Ja. Den Lapis Lazuli. So. Was kann man denn aus Crystal Sandstone machen und wie sieht das aus? Keine Ahnung. Jetzt so spontan. Tja. Unverschämtheit. Ne? Da, okay, da wird ein ganz normaler Sandstone Slab raus, draus. Ich glaube, Slabs gibt's nicht in diesen Variationen. Nee, Slabs sowieso nicht, aber ich wollte eigentlich. Eigentlich habe mich interessiert, wie die von unten und oben aussehen. Ups. Na, komm. So. Dann gib mir doch mal den. Ach scheiße, ich bin ja schon wieder voll bis oben hin. Voll wie die Amtsmänner. So und so. Und so. Und so. So. Ach, so ein Dreck hier. Ja, lass es, komm. Ich bin auch echt fertig für heute. Ich muss ja noch wieder hier irgendwie raus, warte. Weil ich bin, glaube ich, auf einem richtigen Wege. Wenn ich denn nicht auf dem falschen bin. Ja, das ist geschafft. Oha. Na, wo bist du? Bin ich unsichtbar? Ja, du bist unsichtbar. Ah, da bist du. Hier, genau. Ja, da kann man bei Gelegenheit kann man die austauschen gegen Lapis Lazuli. Man findet bestimmt noch welchen. Ja, jetzt zeige ich dir noch mal kurz, wie das aussieht. Sofort, ich will noch mal eben. Ja, ja. Den Hinweg zum. So möchte ich es gerne haben und ich möchte da auch Sandstone-Treppen drin haben. Habe ich sogar. Palim. Und da. Gut, also, ich beende hier schon mal die Aufnahme. Ja. Danke dir, dass du nochmal da warst. Und bis zum nächsten Mal bestimmt wieder dabei. Also, hätte ich gerne so. Weil wir sind ja nicht fertig geworden mit dem Keller. Und ja, an euch danke fürs Zusehen und steif bleiben und GG Jacks out und so. Tschüss.